Ja, es ist unglaublich. Manchester United, dass die Champions League gerührt. Ich bin überglücklich. Wenn man sieht, es war kein einfacher Match gewesen. Wir haben bis zum Schluss müssen parat sein und kämpfen. Und ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Sie haben ein paar kritische Momente müssen überstehen. Wie wohl haben Sie sich gefühlt oder wie unwohl? Ja, ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich fühle mich immer sehr wohl in dieser Mannschaft, weil jeder geht für jeden und wenn einmal einen Fehler macht. Alex! Du bist schon mal ein anderer da und Alex, ja, sehr stolz auf uns. Wir haben das wirklich gut gemacht, wir haben gekämpft und wir sind eine gute Mannschaft. Wir haben auch das Sieg gefällt. Zittern in den letzten Minuten, wie haben Sie das erlebt? Ja, auch ich habe ein bisschen zittern. Das ist klar, man hat natürlich der Moment von Manchester im Sinn im Kopf gehabt, wo es am Schluss noch zwei Jahre das Goal machen. Ja, sie sind eine sehr gute Mannschaft, sie sind sehr gefährlich. Aber heute hat es leider nicht gegangen. Oder zum Glück nicht gegangen. Herr Sommer, ist es der Höhepunkt Ihrer Karriere bis jetzt? Das ist der grösste Match für mich. Es ist noch lustig, ich habe noch eine kleine Rechnung offen gehabt mit dem De Gea, wo mir der EM-Final dort weggenommen hat. Jetzt habe ich das können begleichen, jetzt steht 1-1 und ist cool. Für Sie hinten im Goal extrem viele heikle Situationen. Haben Sie Angst gehabt, dass das vielleicht doch nicht langen könnte? Nein, ich habe nie Angst gehabt. Ich glaube an unsere Mannschaft, ich glaube immer an unsere Mannschaft. Und wir haben eine grosse Qualität und wir sehen nicht viele Chancen dazu. Hinten haben wir eine sehr gute Defensive und jeder schafft für jeden. Und das ist der Schlüsselpunkt. Man sieht gewisse Parallelen zu dieser U21 auch. Mutig ist man auftreten in dieser Kampagne, frech gegen Führer, ohne Angst. Ist das der Weg, den der Schweizer Fußball muss gehen? Ja, ich glaube, nur so haben wir eine Chance. Wir sind immerhin ein kleines Land. Wir haben eine gute Mannschaft. Aber wenn wir dann gegen Manchester, das ist ein Top-Club von Europa. Und da muss man mutig sein. Da muss man an sich glauben und frech aufspielen. Und das haben wir heute gemacht. Und wie gesagt, sehr stolz auf unsere Mannschaft. Jetzt gibt es noch ein Fest. Ich hoffe es, ja. Okay, viel Spaß. Merci.